Hallo ihr alle da draußen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von GTA 3. Beim letzten Mal haben wir die letzte Import-Export-Garage abgeschlossen, nämlich die auf Shoreside Vale. Da haben wir 16 Fahrzeuge abgeliefert und somit haben wir jetzt alle Nebenmissionen abgeschlossen, die für die 100%ige Wertung erforderlich sind. Und jetzt gibt es aber trotzdem noch eine Nebenmission, die wir machen können. Es ist kein Muss, sie ist nicht erforderlich für die 100%ige Wertung. Aber ich definiere ein 100% Projekt nicht dadurch, dass ich einfach nur das mache, was für die Wertung erforderlich ist, sondern für mich heißt ein 100% Let's Play auch alles zu zeigen, was es gibt. Und hier gibt es noch eine Nebenmission, die zwar nicht für die 100%ige Wertung wichtig ist, aber man kann sie natürlich trotzdem machen. Und deswegen werden wir die nämlich auch machen. Es gibt hier auf den Docks nämlich noch eine Garage. Und dort kann man 10 Security Cars abliefern. Und da wir das Security Car schon hier abgeliefert haben bei der Garage, bei der Import-Export-Garage hier in Portland, oder auf Portland besser gesagt, können wir uns das hier einfach immer wieder abholen. Das heißt, wir importieren uns jetzt einfach 10 Fahrzeuge. 10 mal das Security Car, was eigentlich total selten ist, aber dadurch, dass wir uns es hier immer wieder generieren können, ist das eigentlich kein Problem. Und dann fahren wir jetzt einfach immer wieder rüber zu der Garage und wir kriegen dadurch Geld. Ich will das jetzt einfach nochmal abschließen, damit ich dann auch wirklich am Ende sagen kann, ich habe die 100% wirklich geschafft und ich habe euch wirklich alles gezeigt, was man in diesem Spiel zeigen konnte. So, dann liefern wir das erste Fahrzeug ab. Hübsche Karre, hier sind deine 5000 Dollar. Und so wie ich das jetzt verstanden habe, sinkt die Belohnung immer weiter. Oder steigt nicht? Ich glaube, sie sinkt, oder? Na, werden wir ja gleich sehen. Auf jeden Fall haben wir gerade 5000 Dollar bekommen. Hier können wir auch einfach schnell zu Fuß rüberlaufen. Zum Glück ist das nicht so weit weg. Sonst wäre das ja echt ein bisschen schlimm. So, dann gehen wir einfach wieder rein. Sagen, okay, importieren uns das nächste Security Card. Zack. Das Auto wird kurz generiert. Und da ist schon das nächste. Also ich würde euch wirklich empfehlen, macht erst diese Garage hier, wenn ihr diese andere Nebenmission, die ich jetzt hier mache, machen wollt. Macht erst die Import-Export-Garage auf Portland. Fertig. Also wenn ihr ein Security Car habt, dann packt das erste diese Garage. Und dann könnt ihr anschließend immer noch euch 10-mal dieses Auto hier generieren lassen. Und dann, ja, ist das viel einfacher, als wenn ihr euch 10 Security Cars auf der Straße sucht. So, jetzt kriegen wir immer weniger Geld. 4500 nur noch. Heißt das, am Ende kriegen wir gar nichts mehr? Oder kriegen wir am Ende noch einen Bonus dafür, dass wir 10 Stück abgeliefert haben? Ich weiß das jetzt gar nicht. Ich habe mich jetzt nicht wirklich darüber informiert. Ich weiß nur, dass es diese Nebenmission gibt. Und dass ich sie natürlich auch machen möchte, ist ja klar. So, Nummer 3. Das ist echt total praktisch. Also, wenn man die so auf der Straße suchen würde, das wird ja Jahre dauern. Ich war schon froh, als ich ein Security Car gefunden habe bei der Import-Export-Garage hier. Aber dann 10 Stück zu suchen, das kann man sich wirklich sparen. Und jetzt generieren wir uns, die einfach fertig ist. So, der Zustand scheint auch völlig egal zu sein vom Security Car. Geht ja auch um den Inhalt. Auch ein bisschen komisch, dass das Security Car generiert wird mit Geld drin. Das ist ein bisschen unlogisch. Oder geht es ihm gar nicht? Na doch, die werden ja aufgeknackt, die Autos. Also geht es denen schon um den Inhalt. Und guck mal gerade auf die Geldsumme. So viele 7... Im Geldbetrag. Ich weiß nicht, ob das so ein gutes Zeichen ist, weil eigentlich ist die 7 ja eine Unglückszahl. Aber egal. Gut, Nummer 4. Zack. Oh, das ist so entspannend. Und nach dieser Folge werden wir dann weitermachen mit der Hauptstory, weil wir haben auch sonst nichts anderes mehr zu tun. Es gibt noch 3 Missionen für Asker Carson und dann gibt es noch 2 Missionen. Also 2 Finalmissionen. Und ja, das ist nicht mehr viel. Und die eine Finalmission davon ist nur eine Cutscene. Das heißt, wir haben im Prinzip nur eine Finalmission. Also das Projekt geht nicht mehr lange. Das kann ich hiermit schon mal verkünden. Aber das dürfte einem auch klar sein, wenn man mal einen Blick auf den Gesamtfortschritt wirft. Denn da haben wir ja 97%. Und da kann ja dennoch nicht mehr viel kommen. So, nächstes Security Car. Finde ich auch angenehm, dass das Security Car Symbol direkt hier vorne ist. Wahrscheinlich hat Rockstar da ein bisschen mitgedacht.
Dass man da nicht die ganze Zeit das immer suchen muss da hinten. Wenn das jetzt da hinten in der Ecke wäre, ist schon ein bisschen schlimmer gewesen. Aber so ist es ja total angenehm. Ich weiß gar nicht, wie viele Autos wir jetzt haben. 4 haben wir jetzt, oder? Das heißt, das müsste das 5. sein. Dann lass mich mal rechnen. Immer minus 500. Das heißt, ja. 2500? Oder 3000? Nee, 2500, oder? 3000. Okay, 3000. Alles klar. $3000. Achso, dann kriegen wir für das letzte wahrscheinlich 500, oder? Es ist ein bisschen wenig, aber ich möchte diese Mission hier einfach nur erledigen. So. Sagt sie. Eureka. Könnte jetzt eventuell auch ein bisschen kürzer werden, die Folge, als eine normale. Aber ich habe in der Folge nichts anderes mehr vor. Ich kann auch nichts mehr anderes machen. Und eine Hauptmission möchte ich eigentlich nicht in den Nebenmissionspart mit reinschmeißen. Deswegen, ja. Nur so, das Wetter ist nicht wirklich sehr einladend, aber das ist uns völlig egal hier. Oh. Und Rainer. Holen wir uns unsere $2500 ab. Es wird immer weniger, es wird immer weniger. Eigentlich lohnt sich das auch gar nicht bei unserem Kontostand. Wir haben eigentlich schon ausgesorgt, aber gut, es geht jetzt nur um das Erfüllen dieser Mission. Dann bin ich zufrieden. Übrigens, das da hinten ist mein Infernus. Den habe ich da ein bisschen versteckt. Ich wollte nicht hier im Weg stehen haben und deswegen habe ich den da hinten hingeparkt. Damit bin ich nämlich hier von Staunton Island hier nach Portland gerast, um diese Nebenmission hier noch zu machen für euch. Ich hoffe, ihr findet das jetzt nicht allzu schlimm, dass ich diese Nebenmission hier mache, auch wenn sie jetzt nicht für die 100%ige Wertung erforderlich ist. Aber damit ich zufrieden sein kann, muss ich das hier gemacht haben. Sonst werfe ich mir am Ende vor, das hier nicht gezeigt zu haben. Obwohl ich es als 100% Let's Play betitel. Und ich habe euch ja gesagt, wie ich ein 100% Let's Play definiere. Ne, und das ist wirklich so. So, $2000 nur noch. Aber ist doch egal, wir nehmen mit, was wir bekommen. Mehr Geld schadet ja auch nicht. Lauf schneller, Claude. Zack. Und das nächste ist Eureka. So, jetzt haben wir wie viele Autos? 6 oder 7. Ich habe nicht gezählt. Ich habe nicht gezählt, aber ich werde einfach so lange weitermachen, bis das vorbei ist. Denn ab 10 Security Cars nimmt die Garage keine weiteren mehr an. Und dann wird da wahrscheinlich irgendwie stehen, danke dafür, dass du uns die hier reingebracht hast, bla bla bla. Hübsche Karre, hier sind deine $1500. Oh mein Gott, ist das viel. Man merkt direkt den Unterschied, oder? Beim Kontostand? Ja, natürlich. Das fällt sofort ins Auge. Das fällt aber sowas von ins Auge. Dafür können wir uns ganz schön viele tolle Sachen hier in GTA 3 kaufen. Ja, total. Ja. Es wäre schön, wenn man sich hier irgendwas kaufen könnte. Immobilien oder so. Aber jetzt mit den Päckchenbelohnungen muss man sich ja gar nichts mehr kaufen. Es ist alles im Versteck. Man muss gar nichts mehr kaufen. Man hat einfach alles. Man hat einfach wirklich alles. Aber egal. Egal. Man kann das Geld ja auch mal sparen für spätere Zeiten oder so, für schwere Zeiten oder so, die es hier in GTA 3 ja sowieso nicht gibt. Aber gut. $1000 nur noch. Ich glaube, jetzt kommt gleich das Letzte, weil es wäre ein bisschen sinnlos, ein Auto abzuliefern, was $0 bringt. Also sind wir jetzt wahrscheinlich bei 9, oder? Na, wahrscheinlich, ja, werden wir ja sehen. Ihr habt bestimmt alle mitgezählt und ja. Zack, geh nach draußen und warte auf dein Fahrzeug. Und da muss man immer so lange warten. 3 Sekunden, oh mein Gott, ist das lange, oh mein Gott. So, Security Car Nummer 10, wahrscheinlich ist Nummer 10. Ich würde es aber auch lustig finden, wenn man für das letzte Security Car gar nichts bekommt, obwohl da eigentlich Geld drin ist und die das aufknacken. So. Bitteschön, ich glaube, das war der letzte, oder? Hübsche Karre, hier sind deine $500. Ja, und jetzt? Anscheinend, okay, war es doch der 9. oder was?
Also er hat jetzt nicht gesagt, dass es das war, ne? Oder sagt er das auch gar nicht? Werden wir ja sehen. Ich werde nochmal ausprobieren, ob er noch einen annimmt. Wenn er es nicht annehmen sollte, dann haben wir die Nebenmission erfüllt. So. Mal gucken. Wahrscheinlich hatten wir jetzt schon 10. Das macht keinen Sinn. Da ist doch Geld drinne. Wie kann man dann 0 Dollar daraus bekommen, wenn die das aufknacken? Geben die uns nichts mehr ab oder wie ist das jetzt hier? Das würde ich ja ein bisschen mies finden. Nee, die nehmen es tatsächlich nochmal an. Dann muss das jetzt hier aber das letzte Fahrzeug sein. Mal gucken, ob wir noch was bekommen. So, eine Karre haben wir schon. Die können wir nicht gebrauchen. Hä? Und jetzt ist es durch, oder was? Ich teste jetzt nochmal, ob ich noch ein weiteres Security-Car da drin reinpacken kann. Stand da nicht eine Karre haben wir schon? Die können wir nicht gebrauchen, oder was stand da? Ich habe das nicht so schnell gelesen. Ich werde es ja später im Video sowieso nochmal sehen. Ich werde es jetzt nochmal ausprobieren. Gucken, ob die noch einen weiteren annehmen. Vielleicht nehmen die jetzt auch dauerhaft was an und da steht jedes Mal das Gleiche. Man kriegt kein Geld mehr dafür. Wahrscheinlich war das eben bei 500 Dollar die letzte Karre und jetzt habe ich noch eine zusätzliche reingetan und jetzt meinen die halt, die können keine mehr gebrauchen. Ja, die geht immer noch auf und die nehmen die nicht mehr an. Wir haben es geschafft. So eine Karre haben wir schon, die können wir nicht gebrauchen. Können wir nicht gebrauchen, genau. Damit haben wir diese Nebenmission hier abgeschlossen an den Docks. Und somit haben wir jetzt wirklich alle Nebenmissionen in GTA 3 abgeschlossen. Und ja, ich würde sagen, das war's mit dieser Folge für heute. Wenn es euch gefallen haben sollte, dann würde es mich wie immer freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschalten würdet. Und ja, beim nächsten Mal machen wir dann mit der Hauptstory weiter bei Asghar Kazan. Bis dahin sag ich mal ciao. Bis zum nächsten Mal.